Wie kann man die Dinger... Ah. Schleichen und durchschneiden. Sehr nice, okay. Das ist schon mal schön. Soll ich da tauschen? Hier ist eine Uhr eigentlich. Wie kann ich die Dinger denn aufmachen? Oh. Von dem Tag an, an dem ich in der Metro endete, träumte ich davon, wieder nach oben zu gehen. Ob diese magische Stadt meiner Träume wiederzusehen, die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerungen. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst, ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe, dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben. Wie glücklich wir waren, oder auch nur ihr Gesicht. An nichts davon kann ich mich erinnern. Wie ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht, ihr Lächeln wenigstens für einen winzigen Moment zurückkommen würde, wenn ich nach hier oben ginge. Es geschah aber nicht. Ich bin völlig alleine. Ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Moment. Okay. Ein bisschen Story. Also er hat hier... Wie kriege ich die Dinger hier auf? Ich will die aufkriegen. Nee. Läuft der Stream gerade noch? Huch. Weil ich komme hier links gar nicht mehr aufs Twitch drauf. Einmal kurz in den Chat schreiben, bitte. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann muss man sich diesen Teil auf YouTube angucken. Oh. Ich komme hier nicht hoch. Er kommt nicht wieder. Ist ein Netzwerkfehler wieder aufgetreten. Ist mein Internet weg? Na, bei mir steht, ich übertrage. Okay, sollte weitergehen. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Oh, krass. Danke, Bruder. Ich würde sagen, hier machen wir mal eine... Versteck dich, Junge! Oh Gott. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Okay, wir machen hier mal eine ganz kurze Pause. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Eine ganz kurze Pause, weil irgendwas funktioniert gerade nicht. Bis gleich. Hallo, jetzt auch auf YouTube wieder. Twitch hatte eben einen Ausfall gehabt. Ich habe dementsprechend auch das Let's Play gestoppt, weil Leute natürlich auch das Spiel sehen wollen auf Twitch. Und ja, dann habe ich halt gesagt, komm, mach eine Pause. Jetzt läuft's wieder. Wir werden aber jetzt nicht lange spielen, weil das halt jetzt schon, ich glaube, eine halbe Stunde gedauert hat. Von daher wundert euch jetzt nicht, wenn gleich die Folge wieder vorbei ist. Oh. Ich muss erstmal hier. Ich fang dich auf. Du fängst mich auf, Bruder. Ich muss als allererstes das machen. Ja, ist klar, du lässt mich einfach fallen. Also das nenne ich nun wirklich Pech. Wirklich Pech. Ja, fall runter. Ich bin dreckig und kontaminiert. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Ich werde keinen gelben Schnee essen. Was zum Teufel? Oh, fuck. Ich glaube, er hat Besuch. Oh, oh. Ich muss schnell hoch. Ich muss auch abhauen. Ja. Lass mich in Frieden, Alter. Da
Er haut auch gleich wieder ab, oder? What the fuck? Stopp. Irgendwas scheint hier noch zu sein. Also wir sollen da hoch, so wie ich ihn verstanden habe, ne? Welche Munition haben wir denn eigentlich? Ah, die normale, okay. Hier hoch, ne? War das... Habe ich den richtig verstanden? Hier oben ist halt dieses Ranger-Versteck, was wir schon gefunden haben. Ich muss, gehen und mich mit Bourbon hinter dem Hotel treffen. Aber ich komme ja hier gar nicht raus, ne? Hä? Ist nicht kaputt? Alles klar. Nee, da muss ich hier nicht lang. Bin ich gerade ein bisschen deppert? Oh. Hier komme ich auch nicht raus. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Oh nein, schon wieder Filter tauschen. Gibt's hier einen Ausgang? Ah. Aber hier ist nicht. Kann es sein, dass das der Schlüssel für den Tresor oben ist? Kann es sein, dass wir immer so Schlüssel finden können? Warte. Entschuldige, jetzt muss ich hier wieder hoch. Ich beeile mich. Ja. Sehr gut, ich habe Filter gefunden. Anscheinend. Und ein paar Granaten. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Ach, scheiße, Alter. Ist echt nicht einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie er das meinte. Also, wir müssen hinten raus, oder was? Ah, da sind Schüsse. Ich darf nicht in die Pfütze fallen. Ah, ich muss hier rüber. Wow. Habe ich gerade echt mein Messerchen danach geworfen. Ich vergesse immer, dass das nicht crouchen ist. Okay, ich muss dann hier wohl rein. Okay. Licht. Insekten. Das war wohl mal etwas, was zusammengestürzt ist. Oh. Eine Schrotflinte. Aber ich würde das Zeug mal nicht nehmen wollen. Das ist eine andere, ne? Okay, wir gehen um. Okay. Oh, fuck. Weiß ich nicht. Okay, geht hoch. Uah. Die mich krass verjagt, Alter. Und ich muss den Filter wechseln. Boah. So eine Scheiße, Alter. Hi, Bruder. Okay, das hilft mir alles nichts mehr. Hier fehlt mir ein Schlüssel wieder. Ich kann ja... So ein Dynamo. Okay. Okay, also wir werden... Das war wahrscheinlich der, der hier hinten war, oder? Hofballer. Er hat einen Filter zumindest. Das finde ich gut. Genau, hier haben wir die beiden getötet. Jetzt muss ich hoch. Alter, haben die mich verjagt. Komme ich nicht rein? Dann noch weiter höher. Was? Ich verstehe dich nicht. Du sprichst so undeutlich. Der hat keine Beine mehr. Würde ich sagen. Retten, leben, was? Alter, bist du echt benommen danach? What the actual? Hier sieht auch alles.
Kerl. Die machen nicht so... Da sind wir wieder. Nach dem Fehler hier. Jetzt erleben wir das nochmal. Alles klar. Genau, es kommt das. Jetzt sehen wir das Vieh gleich. Der verschwindet. Genau, und hier ist das Spiel abgestürzt. Randomly. Was der auch immer ist. War aber wohl ein Büroraum. Also wir könnten hier runter. Weiß nicht, warum es mich hier reinzieht. Ich muss gerade kurz meinen Filter tauschen. Ich bin gleich wieder da. Ja, hier ist eine Waffe. Das ist ein Luftdruckgewehr, oder? Ja, Mann. Oh, das ist schön. Die wollte ich eigentlich haben. Was und? Ah, genau, so lädt man die auf, genau. Damit die mehr Druck hat. Und so schießt man die. Finde ich schön. Ich freue mich sehr herzlich, dass wir diese Waffe haben. Weil die mir jetzt sehr nach einer Waffe aussieht, die man nutzen kann. Pistolen brauchen wir dann nicht. Oh, und dann komme ich raus. Die Waffe ist nicht schlecht. Okay, aber wir können die jetzt gerade nicht nutzen. Tot. Ich sollte schnell nach oben, ha? Huh? Hier wird gleich wahrscheinlich einer auf mich warten. Schnell hoch, schnell hoch. Ja. Oh fuck. Wow. Oh, 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 oh. Geht weg mit dir. Wow. Heide Witzgeil, Kapitän. Kannst du bitte sterben? Danke. Ist das Spiel vielleicht ein bisschen dunkel? Bei mir ist es sogar recht hell. Warte mal, ich will mal schauen, wie es aussieht, wenn ich hier in diesen Ort gehe. Weil bei mir ist es dreimal so hell. Ja, es geht. Oh ja, Fototasche. Im schlimmsten Fall stelle ich dann irgendwann mal heller. Oh nein. Ich sehe schon. Ah, nee, falsche Munition. Nein, 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 nein. Hier gleich mal direkt die falsche. Caddy? VW Caddy? Okay, hoch hier. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass. Ja, haut die Tür zu! Aber bitte schnell! Oder so. Ich glaube, das passt besser. Da ist ein Bild gewesen. Doch, der ist tot. Ist das ein Entwickler? Sieht so aus. Nee, Kumpel. Ich glaube, du lebst nicht mehr. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich nicht die falsche Munition dabei habe. Das ist echt komisch. Hier ist auch eine Maske nochmal. Oh ja, wir haben die Kugeln hier. Die sind gar nicht mal so schlecht. Und, achso. Einmal kurz aufladen, perfekt. Die kann dann jetzt auffallen. Ich finde die Schrotflinte hier am sinnvollsten. Wer? Wer ist er? Oh. Hm.
Hey. Das ist irgendwie komisch. Oh. Zu spät. Ah nee, das war der Typ. Ich muss sagen, das Vieh ist erledigt. Ja. Oh nein, Filter tauschen. Okay. Kurz nachladen. Das Vieh ist auch tot. Ah, hier war noch einer. Danke. Hier ist nichts. Hier ist alles gut. Ich nehme tatsächlich gerne mal die hier. Oh, hier steigt die Belastung doch sehr stark an. Ah, meistens wo so Viecher sind. Habe ich das Gefühl. Da ist nichts. Ah, ich glaube, das war auch so eine Art Flashback oder sowas. Hier ist nichts. Ich höre Viecher. Mir gefällt das gar nicht, was ich höre. Aber ich glaube persönlich, der hat Flashbacks vielleicht von der Radioaktivität. Ich glaube, die kommen rein. Das ist mir am liebsten. Jo. Ah ja, komm. Die sind mir am liebsten, die Viecher. Aua. Halt die Schnauze. Jetzt die hier nehmen. Ich war sehr laut. Wie nehme ich nochmal das Medipack? Shit, ich hab vergessen, wie man das Medipack nimmt. Nachladen. Das Messer irgendwo hingedonnert. Shit. Das Messer war eigentlich ganz sinnvoll, so auf Dauer. Hätte ich dieses blöde Vieh draußen nicht angeschossen. Okay. Ich nehme mal das hier mit, ich glaube, das macht mehr Sinn. Hier ginge es damals in die Metro. Oder auch nicht. Radioaktivität pur. Aber wir kommen hier rüber. Da gibt's da hinten zwar nicht alles tief. Das Vieh kann ich. Shit. Warte mal, ich hab doch Granaten, oder? Da. Alles klar, wirf doch zu. Wirf doch noch weiter. So, jetzt brennst du schon mal, Kumpel. Schaffen wir es. Hier runter. Boah. Es kommt aber wieder. Okay, es wurde zwar okay, hier komme ich nicht weiter. So eine Scheiße. Ich muss hier rüber. Vorsicht, Vorsicht. Nee. Komme ich auch nicht hoch. Aber hier liegt ein Toter. Die Munition schadet mir nicht. Okay. Es kommt wieder geflogen. Aber wie komme ich jetzt weiter? Das wird mich suchen. Okay, Filterwechsel. Das ist jetzt eine Jump'n'Run-Passage oder was? Ich hoffe nicht. Nee, das passt nicht. Oh Gott. Du kannst wieder hoch. Danke. Ciao.